Wer hätte das gedacht? Wenn es um Fast Food geht, dann steht der Döner bei den Deutschen an zweiter Stelle. Platz 1 ist Pizza und Platz 3 sind Burger. Aber die Zeiten von günstigen Döner sind leider vorbei. Da hilft dann nur noch eins: selber machen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Döner von A bis Z selber machen könnt. Zumindest das Fladenbrot und sogar das Dönerfleisch. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen. Hier kommen die Zutaten, die natürlich wie immer unter diesem Video auch nachgelesen werden können. Für das Fladenbrot: 500 Gramm Weizenmehl Typ 405, ein Würfel Hefe oder ein Päckchen Trockenhefe, ein Teelöffel Zucker, 50 Gramm weiche Butter, ein Ei, 2 Teelöffel Salz, 250 Milliliter lauwarmes Wasser. Und zum Bestreichen 2 Esslöffel Milch, eine Prise Salz, ein Esslöffel Leinsamen und ein Esslöffel Kümmel. Und für das Dönerfleisch 400 Gramm Hackfleisch halb und halb, 2 Esslöffel Döner Gewürzmischung, selbstgemacht und 2 Gefrierbeutel. In diesem Video hier oben zeige ich euch, wie ihr Döner Gewürzmischung selber machen könnt. Fangen wir also erstmal mit dem selbstgebackenen Fladenbrot an. Dafür wird die Trockenhefe und ein Teelöffel Zucker in das lauwarme Wasser eingerührt. Mehl in eine Schüssel und das lauwarme Wasser mit der Trockenhefe und dem Zucker dazu. Die Butter, das weiche Ei und etwas Salz dazu. Das Ganze jetzt 5 Minuten mit den Knethaken vom Handmixer durchkneten. Nach diesen 5 Minuten nochmal mit der Hand den Teig durchkneten, damit er eine schöne homogene Masse wird. Dann den Teig zu einer Kugel formen, in eine Schüssel geben, Deckel drauf und 40 Minuten gehen lassen. In der Zwischenzeit schon mal den Leinsamen, den Kümmel und die Milch bereitstellen. Hier ein kleiner Trick. Ein Fladenbrot hat etwa 25 bis 26 cm Durchmesser. Wenn zur Hand, nehmt ihr den Rand einer Springform von 26 cm Durchmesser, miliert den leicht ein. So habt ihr dann einen Rahmen und wisst genau, wie groß das Fladenbrot werden soll. Da die Teigmasse für 2 Fladenbrote reicht, habe ich zunächst ein Fladenbrot geformt und das halbiert. Das ist einfacher abzuschätzen, wie viel Masse dann jeweils eine Hälfte haben muss. 2 Fladenbrote legt sie auf ein mit Backpapier belegtes Blech, Deckel drauf und dann darf der Teig nochmal 10 Minuten ruhen. Danach die Fladenbrote mit Milch bestreichen, ein Schachmuster einritzen und Leinsamen und Kümmel obendrauf und auch noch eine Prise Salz. Die Fladenbrote werden dann bei 180 Grad Umluft im Backofen für 20 Minuten gebacken. Und so sehen sie dann aus. Das sieht doch schon mal ganz lecker aus, oder? Im nächsten Schritt erkläre ich euch, wie ihr das Dönerfleisch selber machen könnt. Das Hackfleisch mit der Dönergewürzmischung kräftig würzen. Im nächsten Schritt füllt ihr die gewürzte Hackmasse in Gefrierbeutel. Drücken und luftdicht verschließen, dann kommen sie am besten über Nacht in den Gefrierschrank. Wenn alles gut durchgefroren ist, werden die Hackplatten in ca. 4 bis 5 cm breite Streifen geschnitten. Von diesen Streifen werden dann feine Scheibchen abgeschnitten. Am besten ihr nehmt dafür eine Aufschnittmaschine, wenn ihr habt. Wenn nicht, müsst ihr von Hand schneiden. Ein kleiner Tipp, das Messer einfach in kochendes Wasser halten und dann schneiden. So lässt es sich einfacher bewerkstelligen. Hier muss natürlich schnell gearbeitet werden, damit die Scheibchen nicht auftauen. Deswegen müssen sie auch gleich in die heiße Pfanne. Ähnlich wie im Dönerimbiss muss das Fleisch jetzt nach und nach angebraten werden. Während das erste Fleisch in der Pfanne gart, könnt ihr schon mal weitere Scheibchen schneiden. Das gegarte Fleisch in eine Schüssel geben, Deckel drauf, damit es nicht auskühlt und weiterbraten. Jetzt weiter schneiden und garen, so lange bis das ganze Fleisch gebraten ist. Das Fleisch reicht dann für 4 bis 5 gut gefüllte Dönertaschen. Und dann kann es auch schon an die Zubereitung der Dönertaschen gehen. Am besten ihr bereitet vorher schon vor, was ihr so alles auf eurem Lieblingsdöner haben möchtet. Und so sieht dann meine Dönertasche aus. Döner, ein internationales Gericht. Und wenn ihr noch weitere internationale Rezepte von mir sehen möchtet, dann schaut mal hier oben in meiner Playlist nach. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.